Die Jazzwoche Burghausen gibt es seit 1970. Seitdem wurden Jahr für Jahr Weltstars in die kleine Stadt gelockt. Nicht zufällig, denn es gab hier bereits eine lebendige Jazzszene. Ein heute erfolgreicher Musiker kam mit dieser Welt schon als Gymnasiast in Berührung. Ich wurde dann mit ungefähr 14, glaube ich, freiwilliger Helfer bei dem Festival. Und die großen Konzerte in der Wackerhalle mit über 1000 Leuten habe ich viele bekannte Leute gesehen wie Ray Brown, Branford Marsalis, Bobby McFerrin. Was mir noch wichtiger war als diese Weltstars, war eigentlich die Wurzeln hier. Und die Wurzeln im Jazz in Burghausen liegen tatsächlich in diesem kleinen Raum. Wolfgang Hanninger organisiert im berühmten Jazzkeller der Stadt einmal im Monat eine Jam-Session. Kommen und spielen darf jeder. Allerdings wissen auch alle, das Niveau ist hoch. Ich liebe diese Jam-Session-Tradition im Jazz. Das Wichtigste ist, dass die Möglichkeit überhaupt da ist, dass es die Session gibt und eine gute oder vernünftige Rhythmusgruppe, Klavier, Bass, Schlagzeug vorhanden ist, wo man sie einfach ausprobieren kann. Jam-Sessions können im besten Falle teilweise besser sein als ein Konzert, weil viel Überraschendes passiert. Es kann aber auch ein Albtraum werden, wenn Leute aufeinandertreffen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Aber das ist dann auch irgendwie spannend.